Hallo zusammen, ich bin die Lara von Laras Tortenzauber und wir machen heute einen super leckeren No-Bake Lotus Cheesecake. Und der sieht nicht nur gut aus, sondern der schmeckt auch noch wirklich richtig gut. Und wenn ihr sehen wollt, wie der zubereitet wird, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten mit unserem Boden. Dafür habe ich mir Lotuskekse genommen, habe die in meinem Mixer zerkleinert und habe mir Butter in der Mikrowelle geschmolzen. Und das Ganze vermischen wir jetzt einmal miteinander und geben das dann in unsere Springform. Ich benutze jetzt hier 24 cm. Ihr könntet auch eine 26er Form nehmen, das geht genauso gut. Wichtig ist nur, dass ihr den Boden dann mit Backpapier auslegt, damit das Ganze nicht nach, also damit ihr das gut lösen könnt. Ne? Und ich mache jetzt hier einen Lotus-Cheesecake. Das kann man mit jeder beliebigen Keksorte machen. Ihr könntet Butterkekse nehmen, ihr könntet Spekulatius nehmen. Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingskekse sind. Gerade jetzt vielleicht auch für die Weihnachtszeit. Ich habe auch schon mal No-Bake-Strawberry-Cheesecake, war das? Ja, hast du recht. Ja, mit Dinkelkeksen habe ich das, weil das kann ich jetzt leider nicht essen wegen dem Weizenmehl. Aber habe das Ganze auch schon mal mit Dinkelkeksen gemacht, das auch super funktioniert. So, ich glaube, das reicht schon. Stellen wir beiseite. Jetzt nehmen wir uns unsere Springform. Und bei einer 26er Springform wird das Ganze halt einfach ein bisschen kleiner. Nee, also nicht ganz so hoch. Ne? Ich habe übrigens total süßes Backpapier. Das habe ich von Daniel geschenkt bekommen. Ist das nicht süß mit den Zuckerstangen? Den Rand schneide ich mir jetzt hier ein bisschen ab. Ihr könnt den auch lassen. Ich finde das immer ein bisschen nervig. Wenn man dann nachher den Kuchen von A nach B nimmt, wenn das dann so überhängt. Jetzt nehmen wir uns den Brösel-Keksteig, geben das hier alles in unsere Form und das drücken wir jetzt einmal platt. Dann nehmt ihr euch am besten ein Glas oder ihr könnt auch die Hände nehmen, wie ihr möchtet. Erstmal mache ich das jetzt grob mit dem Löffel und ihr seht schon, die Konsistenz ist wirklich schon super. Die bleibt auch direkt platt. Ne? Also da krümelt jetzt nicht mehr viel. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt sowas hier habt, wenn ihr noch so ein Keksstück habt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt das dann nochmal platt drücken, aber dann habt ihr nachher noch mehr Crunch drin. Ich finde das Ganze ganz gut. Ich streiche mir das jetzt hier platt und mache auch den Rand glatt. Also ich mache da keinen überlappenden Rand irgendwie, sondern ich streiche das wirklich komplett glatt. Ich würde fast sagen, so ist schon fast perfekt. Aber ich drücke das jetzt trotzdem noch mal an mit meinem Glas, damit es noch mal ein bisschen fester wird. Wichtig ist, dass ihr eine gerade Unterfläche habt, also eine glatte und nicht irgendwie so eine Kerbung oder wie man das nennt. Genau. Das mache ich jetzt mal flott und dann geht das ab in den Kühlschrank und dann kümmern wir uns um unsere Füllung. Während unser Boden jetzt im Kühlschrank ist, beziehungsweise ihr könnt ihn auch gerne einfach ins Gefrierfach stellen, wenn ihr Platz darin habt, bereiten wir unsere Füllung vor. Dafür brauchen wir Schlagsahne, Frischkäse, Lotuscreme und Puderzucker und natürlich Vanilleschote. Wir starten jetzt mit der Schlagsahne, die schlagen wir einmal auf. Dafür ist es wichtig, dass sowohl die Schlagsahne als auch die Schüssel und der Schneebesen am besten gut gekühlt sind. Ich packe einfach immer die Schüssel vorher mit dem Schneebesen für circa 10 Minuten in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, dann schlägt das Ganze nämlich schöner steif. Wenn das Ganze warm ist, habt ihr verloren und die Creme gerinnt euch höchstens, aber wird nicht steif. Und genau, ich mache das jetzt auf mittlere Stufe. Das muss doch nicht komplett ganz steif sein, sondern es muss noch keine, also es kann noch so ein bisschen runter, ich zeig's euch gleich, runtertropfen. Und wir mischen gleich alles andere zusammen und heben die Sahne dann unter. Und ich sag's euch, das geht so rucki-zucki und ihr müsst halt nur kühlen. Ne? Das Einzige, was an diesem No-Bake-Cheesecake wirklich dauert, ist halt die Kühlzeit. Ich nehme jetzt nur noch eine halbe Vanilleschote, weil ich leider keine ganze mehr habe. Meins ist leer. Aber ihr könnt auch gerne eine komplette Vanilleschote da reintun. So. Vanilleschote gebe ich jetzt einfach hier mit rein, das ist egal, das kommt ja eh gleich alles zusammen.
Die Sahne ist jetzt halb steif geschlagen. Ich zeige sie euch einmal kurz. Sie ist also jetzt noch nicht ganz steif, sondern sie hat noch so eine flüssigere Konsistenz, aber das ist komplett ausreichend. Mehr muss es auch nicht sein. Ich sehe das jetzt schon wieder. Ich glaube, das passt hier gar nicht in meine Schüssel rein. Wir füllen das Ganze nämlich jetzt um. Und Moment, ich probiere das jetzt mal hier, ohne groß zu kleckern. Und geben dann die ganzen anderen Zutaten in unsere Schüssel, verrühren das einmal und heben dann hier die Sahne unter. Ach, guck mal, das passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Ist doch wieder super hier. Das passt schon. So, geben jetzt hier Frischkäse. Frischkäse nehme ich übrigens immer Philadelphia oder es gibt ja auch eine günstigere Alternative von Philadelphia. Die bekommt ihr im Rewe, im Lidl. Ich glaube, die bekommt man mittlerweile sogar überall. Wichtig ist nur, dass die wirklich schön, dass der Frischkäse schön cremig ist, weil es gibt ja auch diesen normalen Doppelrahmen-Frischkäse und der ist immer, finde ich, so ein bisschen bröckelig. Ich meine, letztens haben auch einige geschrieben, dass es das wohl auch im Netto gibt. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, was ihr da so am liebsten benutzt. Das ist tatsächlich so der Frischkäse, den ich auch für meine Frischkäse-Sahne-Cremes meistens benutze. So, das Ganze einmal hoppala, kurz miteinander verrühren. Erstmal auf langsamer Stufe, damit uns nichts überquillt. Und dann ein bisschen schneller. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ist auch übrigens eine super Alternative für ein Weihnachtsdessert. Also wenn ihr Heiligabend, Weihnachten mit der Familie oder mit sonst wem verbringt und ihr seid nur auf der Suche nach einem Dessert, ist es super. Ihr könnt das nämlich vorbereiten und der ist auch haltbar. Also ihr könnt den auch ruhig einen Tag, zwei Tage vorher machen, da passiert nichts. Lasst den einfach im Kühlschrank und man kann den auch noch schön dekorieren. Nachher auch zum Beispiel mit den Lotuskeksen am Rand. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Spekulatius mögt, macht es mit Spekulatius auch richtig gut. Wir kratzen hier einmal wie immer alles vom Rand ab, damit sich nichts absetzt. Und es riecht jetzt einfach schon so gut. So, das reicht schon. Ihr seht jetzt hier, die Creme ist auch schön bräunlich geworden von der Lotuscreme. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Konsistenz. Ich kratze jetzt nochmal alles ab, auch schön von unten, dass wir da die letzten Frischkäsereste auch nochmal verteilen. Ist jetzt natürlich eine festere Masse, weil wir jetzt noch die Sahne unterheben. Und das Coole ist an dieser Lotuscreme, ihr habt noch Stücke da drin. Also da sind wirklich noch so Keksstückchen drin. Ich zeig mal, ich versuche das mal so zu zeigen. Hier, da seht ihr halt überall noch diese ganzen braunen Punkte. Das ist natürlich jetzt neben der Vanilleschote auch noch Keks oder Keksstücke. So, alles auf einmal rein. Man macht es normalerweise in mehreren Schritten, aber ich bin eher Typ, wenn man sich irgendwie Arbeit erleichtern kann, dann haut auch alles zusammen rein, weil letztendlich kommt eh alles in einen Topf oder in eine Schüssel. Das Ganze könnt ihr jetzt mit dem Teigschaber machen, mit dem Schneebesen, wie auch immer. Nur macht es nicht mit der Maschine, weil dann ja, wird das Ganze von der Konsistenz halt einfach nicht so schön. Das verbindet sich jetzt auch gleich. Am Anfang sieht das Ganze noch so aus. Ne? Das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das verbindet, aber es funktioniert gleich. Wir sind fertig mit unserer Creme und es hat sich jetzt wirklich alles richtig schön miteinander verbunden. Man sieht keine Sahne mehr und es riecht jetzt einfach schon so gut. Und jetzt habe ich mir hier meinen Boden geholt aus dem Kühlschrank, ein bisschen Gefrierfach. Ich hatte den jetzt auch wirklich nur 5 Minuten drin in der Zeit, wo ich die Creme gemacht habe. Und ihr hört jetzt schon, der ist wirklich jetzt komplett fest. Da passiert gar nichts mehr. Jetzt kommt die Creme drauf, dann geht das Ganze nochmal ja, für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. Gerne auch über Nacht, da passiert nichts. Und dann wird dekoriert. Dafür nehme ich dann auch noch ein bisschen Creme. Ich probiere das jetzt mal hier so, ohne zu schlabbern. Dafür nehme ich mir dann noch ein bisschen Lotuscreme und Lotuskekse. Und ich habe das Rezept genau so gemacht, dass ihr mit einem Glas Creme hinkommt. In einem Glas sind, glaube ich, 380 Gramm drin. Und wir haben die Hälfte, also 190 Gramm Creme jetzt hier in der Füllung. Und die anderen 190 Gramm können wir dann zum Dekorieren nehmen. So. Wie gesagt, größer könnt ihr immer noch machen von der Springform her, dann wird es nicht ganz so hoch. Das ist aber dann trotzdem noch vollkommen.
ausreichend. Nur kleiner müsst ihr halt wirklich aufpassen, weil dann müsst ihr schon eine hohe Form haben. Wenn ihr höhere Springform habt, ist das kein Problem. Nur sonst ist es nachher von der, vom Volumen her zu viel da drin. So, schön auch bis auf den Boden drücken. Ich verteile das jetzt erstmal grob mit meinem Teigschaber und dann nehme ich mir eine Winkelpalette, damit geht das einfacher. Das ist hier so eine Winkelpalette, da fülle ich auch zum Beispiel Torten im Tortenring, wenn es ein bisschen höher geht mit, weil man das dann schön glatt streichen kann, ohne sich irgendwie zu verrenken. Und mit einem Löffel geht das auch oder mit einem Messer, aber dann geht es natürlich nicht ganz so glatt. So, ihr seht jetzt auch schon, die Springform wird schon gut bis zum Rand gefüllt. Ihr habt vielleicht noch einen Zentimeter Platz, aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Platz für unsere Deko nachher. Der Cheesecake war jetzt für circa eine Stunde im Kühlschrank. Und wir beginnen jetzt aber schon mal mit der Deko, weil er dann nochmal kühlen muss. Und wir nehmen uns hier unsere Lotuscreme. Die habe ich jetzt in der Mikrowelle erwärmt. Wichtig ist nur, ihr müsst gucken, dass da keine Alufolie mehr oben am Rand ist. Und dann wird die so schön flüssig. Und die geben wir jetzt hier drüber. Und dann habe ich hier eine Winkelpalette, womit ich das schön verteilen kann. Womit wir das auch eben gemacht haben. Und an den Rand streuen wir dann ein paar Kekse. Und dann packe ich es nochmal in den Kühlschrank, bevor ich ihn dann nachher mit meinem Tortenrandmesser aus der Form rauslöse. Wichtig ist, die Creme darf natürlich nicht mehr zu heiß sein, sonst würde sie in den Boden einziehen. Ne? Aber sie muss schon weich sein, weil sonst könnt ihr sie nicht aus dem Glas raus so schön verteilen. Jetzt bräuchte ich hier meinen Tupperspatel. Ich habe zu Hause so einen Tupperspatel, da kann man jedes Glas richtig schön leer kratzen. So, wir verteilen das jetzt. Vorsichtig, nicht zu feste kratzen, weil wir wollen nicht die untere Creme jetzt abkratzen vom Kuchen, dass sich das vermischt. Und einfach nur so bis zum Rand streichen. Das riecht einfach schon so gut. So. Und auch mit den Stückchen klappt das. Also das ist, es gibt die bestimmt auch ohne Stücke, glaube ich, die Creme. Oder Thomas, du bist doch unser Experte. Ja. Gibt's ohne Creme. Ernsthaft? Ach, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die genommen in Creamy. Das wäre natürlich auch besser gewesen zum Verteilen. Weil jetzt müssen wir natürlich gucken, jetzt haben wir ja hier die Crunchy-Schicht drauf. Na, aber ist jetzt nicht schlimm. Ist halt ein bisschen mehr Struktur drin. Aber das reicht mir auch schon, mehr mache ich gar nicht. Und jetzt nehme ich mir wieder die Lotuskekse und verteile die hier am Rand. Schön an den Rand streuen. Und dann, wie gesagt, muss das Ganze aber nochmal kühlen, weil wir das ja dann gleich lösen wollen. Und wenn das nicht durchgekühlt ist, dann wird es jetzt am Rand runterlaufen, was nicht schlimm ist. Aber dann hat man nicht so einen schönen Abschluss. Deko ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Da könnt ihr jetzt alles mit Keksen voll machen. Ihr könnt einen Rand machen. Ihr könntet irgendwie ein Muster drauf machen mit irgendwelchen Ausstechförmchen. Das kann man natürlich auch machen, wie ihr möchtet. Ich glaube, ich mache da noch einen Keks in die Mitte. Und dann ist er auch schon fertig dekoriert. Wenn ich zu große Stücke habe, die gebe ich wieder da rein. Und das könnt ihr ja auch so essen, ne? Als Topping. Ihr könnt damit jetzt noch ein Dessert machen oder ihr könnt es fürs Müsli benutzen, was auch immer. Ansonsten könnt ihr es auch einfach luftig verpacken und später wieder benutzen. So, ich glaube, das reicht mir. Ich klopfe das jetzt mal. Ich mache hier noch ein bisschen, weil hier ist jetzt ein bisschen weniger. Sieht das nicht jetzt schon lecker aus, Freunde? Ich finde, das sieht jetzt schon echt gut aus. So. Ich will jetzt auch nicht zu viel hin und her wackeln. Nicht, dass wir uns da jetzt die Creme irgendwie
verrutschen. Jetzt habe ich mit meinem Löffel noch was. So, jetzt nehmt ihr euch noch einen Keks für in die Mitte. Entweder steckt ihr das drauf oder ich glaube, ich mache einfach so. Tada! Der Cheesecake war jetzt für circa noch mal eine Stunde im Kühlschrank. Ihr fühlt es aber auch, wenn oben die Creme ein bisschen angezogen ist. Wir lösen ihn jetzt raus. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe hier mein Tortenrandmesser und es wird jetzt eh krümeln. Ihr könnt auch die Krümel zum Schluss drauf machen. Ist wahrscheinlich die schlauere Variante, würde ich sagen, weil jetzt wird es gleich alles ein bisschen runterkrümeln. Ist aber nicht schlimm. Wichtig ist, ihr braucht jetzt irgendwie ein dünnes Messer oder halt so ein Tortenrandmesser, damit wir den hier schön lösen können. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr anbackt. Was heißt anbackt, aber kleben bleibt. Wir gehen jetzt hier entlang. Schön am Rand. Und ziehen uns das jetzt hier. Ich hoffe jetzt, dass ich das hier abbucke. Das ist ganz schön fest geworden. Und vor allen Dingen merkt ihr, dass jetzt gleich unten am Boden Boden ist ja ganz fest geworden, weil da ja die Butter drin ist. Ich bin jetzt nicht bis ganz unten gegangen. Wir gucken mal, ob ich ihn so gelöst bekomme. Ansonsten muss ich gleich noch mal eine Schicht bis runter an den Boden. Es ist hier extra die Stunde der Wahrheit. Ich habe extra zum Thomas gesagt, wir machen das jetzt vor laufender Kamera, damit ihr auch mal seht, wie das funktioniert, ob das funktioniert, ob es kleben bleibt. Es ist nämlich echt immer spannend. Ihr könnt noch einfach eine Tortenrandfolie benutzen, dann kriegt ihr es ganz leicht ab. Aber da muss man auch sagen, das riffelt sich schon mal so. Das finde ich dann nicht so schön. Zu Hause würde ich das Ganze jetzt aber über dem Waschbecken machen, damit halt nicht alles so krümelt. Und vor allen Dingen solltet ihr jetzt gucken, wenn ihr es abzieht, dass ihr es ganz schnell beiseite packt, weil nicht, dass ihr jetzt da noch die Krümel in die Mitte schmeißt. So, ihr seht jetzt hier, ich bin nicht bis unten gegangen. Mit dem Messer, ne, deswegen habe ich jetzt nur bis hier die Creme, aber es ist perfekt. Wir könnten das Ganze jetzt nochmal glatt streichen, ich glaube, ich habe aber jetzt gar nichts mehr. Doch, eine Winkelpalette. Da könntet ihr jetzt, wenn ihr sagt, okay, das stört euch, dann geht ihr einfach nochmal ein bisschen am Rand entlang. Ich zeige es euch jetzt auf der anderen Seite. Ist gar nicht so leicht, mit der Tortenplatte geht das Ganze einfacher. Und dann streichen wir hier einfach so nochmal am Rand entlang. Dann haben wir einen schöneren Übergang vom Boden. Ich konzentriere mich immer so. Dann bin ich immer ganz ruhig. Ist auch mal so witzig, wenn ich Kurse gebe, Online-Kurse, wenn wir dann an den Deko-Part kommen und wir alle dekorieren, sind alle immer so ruhig, weil sie sich konzentrieren. Das ist immer so was richtig Meditatives, finde ich. So, hier noch ein paar Krümel. So, Freunde, ich würde sagen, wir sind fertig. Man könnte auch noch Krümel an den Rand machen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir lassen ihn so. Ich finde ihn so schön. Thomas, was sagst du? Sehr schön. So, ich hebe ihn noch mal hoch für euch. Ich muss mal kurz gucken, dass ich den hier nicht fallen lasse, damit ihr ihn seht. Guckt nur wirklich, dass der gut gekühlt ist, weil dann könnt ihr ihn noch viel besser anschneiden. Boah, es rutscht schon. Dann könnt ihr ihn viel besser anschneiden. Ihr könnt den vorbereiten, da passiert gar nichts. Der ist auch ein paar Tage haltbar, auch mit Sahne und mit Frischkäse. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Nachbacken. Denkt dran, mich bei Instagram zu verlinken, wenn ihr ihn ausprobiert habt. Sagt mir gerne, was ich sonst für euch ausprobieren soll. Irgendwas anderes an Rezepten, No-Bake-Sachen, Spekulatius. Cheesecake, No-Bake Cheesecake ist bestimmt super lecker. Und genau, es gibt bald auch noch eine kleine Überraschung. Ich weiß nicht, ob sie dann schon online ist, aber falls nicht, dann guckt einfach bei Instagram, dann werdet ihr das nämlich bald erfahren. Es wird nämlich bald nochmal ein etwas anderes Live-Backkurs mit mir geben, aber da kann wirklich jeder mitmachen und zu einem super, 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 super Preis. Was auch nur einmalig gehen wird. Ich erzähle jetzt nichts mehr. Guckt einfach bei Insta. Ich werde es euch da ganz bald verraten. Und es wird auf jeden Fall Ende November sein. Das schaffen wir Ende November, oder? Schaffen wir. Ja. Es wird auf jeden Fall mega cool. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ja, habt einen schönen Tag und bis ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.